Hallo, was machen Sachen? Ja, ich bin doch wieder für ein Tutorial zurückgekommen. Es gibt, ja, wie ihr seht, ein kleines Tutorial. Wir werden ein IK-Rig erstellen, also ein Inverse Kinematic Rig in Blender für halt Charaktere. Primär geht es halt um Charaktere, die man in VRive Studio erstellt, wie man diese halt dann animieren kann und dann halt entweder einen Offline-Renderer erstellen kann in Blender. Darum wird es jetzt halt in diesem Video gehen und es wird dann auch ein weiteres Video geben, wie man diese Animation halt auch in VC Face nutzen kann. Dafür wird es aber ein zweites Video, einen zweiten Teil geben, weil sonst wird das alles ein bisschen zu viel. Heute geht es um den Blender-Teil. Wir werden kurz einen Charakter importieren, einen VRM-Charakter. Ich habe dafür ja schon mal ein Tutorial erstellt. Das werde ich euch unten verlinken unter der Infobox. Wenn ihr euch das genauer ansehen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Wir brauchen ja das Cats-Plugin dafür. Ich werde das Plugin an für sich unten verlinken, auch den Download dazu. Aber wie man es installiert, dann müsstet ihr in das andere Tutorial reinschauen, sonst wird das halt alles doch zu lang. Wie gesagt, wir importieren dann VRM-Charaktere, setzen einen IK-Rig auf, machen eine kleine Animation und rendern diese halt raus für ein kleines Video. Wenn ihr halt ein Video erstellen möchtet für Instagram, YouTube, Facebook, keine Ahnung, wo ihr halt alles sowas teilen möchtet. Genau das werden wir halt tun, das ist der Plan. Es ist alles in Kapitel unterteilt, so könnt ihr halt zu dem Part springen, den ihr gerade braucht. Ja, und ja, dann lassen wir uns anfangen in Blender. So. Einmal in Blender angekommen. Ich nutze die Blender Version 2.8.1, einfach weil sie halt für meinen Computer funktioniert. Alles, was drüber ist, da macht mein Rechner nicht mit und stürzt ständig ab. Generell für dieses Tutorial setze ich voraus, dass ihr schon ein bisschen Erfahrung im Blender habt, weil sonst wird das doch alles ein bisschen komplizierter. So, wir haben jetzt Blender offen, wir haben das Plugin installiert. Wenn nicht, geht unter Preferences, Add-ons, Install und sucht euer Plugin, was ihr euch runtergeladen habt. Dann bekommt ihr hier an der Seite einen Reiter Cats. Wir brauchen jetzt erstmal nur das Import-Model. Vorher machen wir den hier mal kurz weg. Und importieren uns ein Modell. So, und hier ist unser VRM-Modell jetzt importiert in Blender, wie es halt direkt aus VRoid Studio kommt. Je nachdem, welche Klamotten ihr habt und welche Bones ihr für die Haare gesetzt habt, sieht das bei euch vielleicht ein bisschen anders aus. Diese Geschichten hier sind halt fürs T-Shirt da, die das T-Shirt bewegen. An für sich könnten wir jetzt theoretisch loslegen und direkt animieren. Wir haben nur ein Problem. Wir können immer nur einzelne Sachen rotieren. Und immer nur das, was in Richtung des dünneren Ende zeigt, wird halt wirklich mitgenommen. Wenn wir jetzt halt sagen, okay, ich möchte die Hand hier bewegen, damit der Arm mitgeht, das funktioniert nicht. Das ist das Inverse Kinematic. Und das müssen wir jetzt aufsetzen. Generell, wir werden jetzt hier kein komplexes Ding aufsetzen, so die minimale, die Basis, die wir brauchen. Sprich, wir werden uns auf Hände und Füße fokussieren, dass wir die halt dann nehmen und der ganze Arm oder beziehungsweise das Bein geht mit. Größere Sachen werden wir nicht machen, das ist dann doch komplexer. Wir bauen jetzt erstmal die geringste Basis, die man braucht, um halt vernünftig irgendwas zu machen. Sachen wie jetzt einzelne Finger lassen sich halt auch, finde ich, problemlos über Rotation dann halt regeln, indem man eventuell halt von Global auf Local umstellt. Ich sag, wir bauen jetzt einfach nur eine ganz anfängerfreundliche Basis fürs Animieren. So. Noch eine Sache, ich habe in mehreren Tutorials auf Englisch gesehen, es wird empfohlen, eine Hälfte zu löschen an Bones und die dann zu spiegeln. Wenn das Modell von euch selbst gemacht ist, könnt ihr das natürlich tun, so habt ihr euch ein bisschen Arbeit gespart, aber da wir hier schon vorgefertigtes Rig haben, also da wir hier aber schon vorgefertigtes Modell haben, das halt komplett gerigged ist und komplett Rage Paints gesetzt haben von anderen Leuten, empfiehlt es sich tatsächlich, alles einzeln zu machen, also fürs linke Bein, fürs rechte Bein, linker Arm, rechter Arm und da halt nichts zu mirrorn. Sonst müsst ihr die Sache nämlich genau so benennen, wie sie auch so benannt sind. Und selbst dann kann es noch zu Problemen führen, dass es halt von dem Blender nicht richtig erkannt wird, was für ein Teil das jetzt ist. Und wenn ihr euch wundert, was sind eigentlich Rate Paints? Das ist dann diese Geschichte, die einfach angibt, welcher Bone wie viel Einfluss bei welche Vertices haben. Im Groben wird einfach festgelegt, okay, dieser Bone hier nimmt alles das, was rot, gelb und hellblau ist, mit. Also das wird dafür beeinflusst. Alles, was dunkelblau ist, hat mit diesem Bone dann nichts zu tun. Das kommt auch dementsprechend nicht mit. Kann ich euch vorführen, indem ich sage, okay, das ist jetzt hier für meinen rechten Fuß. Ich paint hier nochmal die Hand an. Gehe in mein Object Mode, drücke mein Rig an, mache Pose Mode. Wenn ich jetzt hingehe und den Fuß bewege, kommt die Hand mit. Das ist das Rainpaint, das einfach sagt, okay, dieser Bone hat diese Einflüsse über diese Vertices. So, jetzt ist es weg. Bin wieder zurück in Object Mode. Und jetzt fangen wir mit den Beinen an. Das erste, was wir machen, wir gehen in Edit Mode. Wir klicken auf
die Knie, die Punkte bei den Knien, setzen die ein Stück nach vorne. Damit das nämlich alles richtig funktioniert, darf das hier nicht gerade sein. Es muss halt eine Richtung vorgegeben sein, in welche das Knie schaut. Macht bei dem halt einfach ein Stück nach vorne. Es muss nicht viel sein, es reicht halt wirklich nur so ein Stück, dass man sieht, okay, diese zwei Knubbel sind etwas weiter nach vorne wie diese. Für diese beiden Punkte brauchen wir einen neuen Bone. Drücken wir E und Y, dass es auch schön gerade ist. Ziehen es so ein bisschen raus. Das gleiche machen wir hinten an den Fersen auch. E, Y. Macht die ruhig ein bisschen länger. Die Sachen sind halt unsere Hebel, die wir anfassen wollen, um zu bewegen. So. Wir haben unsere Hebel erstmal extrudiert, wie wir sie brauchen. Jetzt gehen wir einzeln alle durch und bereiten die vor für halt das, was wir damit anstellen möchten. Wir gehen erstmal auf den ersten. Hier unten Bone Properties. Und ich nenne es erstmal um. Und mache da ein Target draus, weil darauf wird sich das Knie beziehen. Also es wird halt immer in Richtung dieses Bones gucken. Einmal umbenennen. Ich kopiere mir das. Wir machen die Form aus, dass es halt nicht von unseren Weight Pains beeinflusst wird. Und dann gehen wir unter Relationships und löschen den Parent erstmal raus. Das gleiche machen wir auch hier. Umbenennen. Das ist jetzt aber nicht rechts, das ist links. Das kommt weg, gleich hier unten. Dann mache ich Foot IK, weil das IK ist, mit dem ich es halt steuere. Auch das kopiere ich mir wieder. Die Form aus, Parent aus. Und hier ist es für links. Das kommt aus, das kommt aus. So. Dann nehmen wir unsere beiden Target für die Knie, ziehen die ein bisschen nach vorne, dass wir ein bisschen mehr Freiraum haben, dass wir die dann halt später einfach besser nutzen können. Das Ziel von denen ist einfach nur, dass das Knie halt in diese Dinger, also in Richtung dieser Teile schaut. So lässt es sich einfacher bearbeiten. Vorbereitung fürs erste getroffen. Jetzt wollen wir das alles richtig miteinander verbinden. Da gehen wir in den Pose Mode. Drücken auf unser Bein. In dem Fall jetzt, wir fangen jetzt mal mit links an. Also so links. Gehen hier auf unsere Bone Constraints. Dann gibt es einen Inverse Kinematics. Drücken wir drauf. Erster Target ist die Armature, also die Armatur, unser Skelett generell. Dann brauchen wir den Fuß, in dem Fall den linken. Dann haben wir wieder hier die Armature und unser Target für links. Ja, das ist normal, dass das passiert. Wir müssen unter Chain Lengths auf 2 gehen. Ihr seht schon diesen gelben Strich. So, gucken. Der gibt einfach an, bis wie weit geht unser Einfluss. Wir brauchen ihn ja tatsächlich nur bis zu unserem Oberschenkel. Wäre ja blöd oder komisch, wenn wir das Bein bewegen und der Arm geht mit. Das ist jetzt nicht so sinnvoll, sollte nicht so sein. Dann gehen wir hin und schauen, ob unser Fuß da vorne schaut. Hier sind minimale Abweichungen, dann können wir ein bisschen mit dem Pole Angle anpassen. Ja, ich glaube bei 5, minus 5 in dem Fall. Es kann auch sein, dass euer Fuß halt deutlich weiter weg ist. Es ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Mit dem Pole Angle könnt ihr das halt anpassen, dass halt die Füße wieder nach vorne zeigen. Nicht, dass sich hier jemand ein Bein bricht. Das gleiche machen wir auf dieser Seite auch. Na komm, ich will den haben, den da, ja. Auch hier Constrain, Inverse Kinematic, Amateur, Foot diesmal für rechts, Amateur, Target auch für rechts. Und hier macht wieder lustige Faxen. Auch wieder 2. Auch hier haben wir wieder minimale Abweichungen. Ja. Dann haben wir minus 5, war bei dem anderen auch. Machen wir 5. Okay, 5, nicht Minus. Wenn das hier Minus ist, ist das meistens Plus. Ich habe jetzt eben einen kleinen Denkfehler gemacht. Okay, wir haben jetzt unser IK aufgesetzt. Gucken, ob es funktioniert. Einfach im Pause-Mode draufdrücken. Jetzt können wir mit Move-Tool halt einfach schauen. Ja, der Fuß macht doch komische Faxen, das fixen wir gleich. Aber an für sich funktioniert schon alles. Bein bewegt sich, wie es soll. Den Fuß, den müssen wir jetzt auch ein bisschen überzeugen, dass er sich halt nach unserem Target hier richtet. Das tun wir im Edit-Mode.
Jetzt müssen wir wieder treffen. Das hier, Steuerung P. Für mir make parent, keep offset. Das machen wir auch hierfür. Na komm, lass dich markieren. Nein, nicht du, du. Keep offset. Gehen wir wieder in den Pause Mode. Ups. Da haben wir einen kleinen Fehler gemacht. So, jetzt. Okay. Ich hatte den nicht ganz ausselektiert, der ist mitgekommen. Pose Mode. Jetzt macht er, was er will. Und wenn wir rotieren, dreht sich der Fuß auch mit unserem Handle mit. Funktioniert auch hier. Alles super. Clear Transforms und steht alles wieder, wo es soll. Jetzt haben wir aber noch ein Problem. Ja, unser Fuß ist nicht so wirklich an unserem Bein interessiert. Er macht doch das, was er will, wenn er zu weit weggeht. Lustig, wenn wir Cartoon-Charaktere machen, kann man das tatsächlich nutzen. Aber für unser Modell ist das nicht das, was wir uns wünschen. So, um das Problem jetzt zu fixen, wenn wir halt keine Gummigliedmaßen haben möchten, müssen wir unseren Fuß selektieren. Copy Location, Armature. Und hier brauchen wir dann unser Bein. So, jetzt haben wir es erstmal ans Knie gepinnt, ist nicht die Sache. Dann machen wir hier einmal die 1, dafür, dass es halt einfach ein Bone weiterhüpft. Und schon kann sich unser Target hier zwar verabschieden, aber der Fuß ist festgemacht. Gleiche machen wir hier. Wir brauchen wieder den Fuß. Copy Location, Armatur. Lower Leg, Weight. Und auch auf 1. Und schon haben wir unsere Füße fertig. Ein ähnliches Prinzip haben wir dann auch für die Ärmel. Da gehen wir auch wieder erstmal in den Edit Mode. Ziehen uns unsere passenden Bones raus, die wir als Hebel benutzen. Erstmal hier die Ellbogen. Auch diese wieder minimal zur Seite. E, Y, zack. Bei den Händen ist es euch überlassen, oder generell ist es euch überlassen, ob ihr hingeht und sagt, ihr macht das auch so. Ich persönlich bevorzuge es anders. Ich mache mir die halt tatsächlich in diese Richtung. Wie gesagt, es ist euch überlassen, wie ihr am besten mitarbeitet. Ich finde es halt so entspannter. Die könnt ihr aber genauso gut in diese Richtung machen lassen. Es funktioniert so ähnlich. Auch hier wieder in unsere Properties. L-Hand-IK. Wir brauchen erstmal keinen Parent und die Form muss auch weg. Dann haben wir hier das gleiche. Zack, zack. Aber das ist rechts. Auch die beiden wieder ein Stück nach hinten. Auch wieder Bones, auch wieder unsere Hebel angelegt. Machen wir das gleiche wie vorhin auch. Pose Mode. Diesmal brauchen wir unser Unterarm. Inverse Kinematics, Amateur. Machen wir die Hand links. Machen wir es denn? Target links. Auch hier wieder Chainlink 2. Wir haben ja zwei Bones hier. Nicht verwechseln, der dritte hier ist die Schulter, den brauchen wir nicht. Wir brauchen auch nur bis zum Oberarm. Und hier sieht man auch, wie lustig unsere Hand verdreht ist. Auch hier haben wir wieder Pole Angle. In dem Fall bei mir 180 Grad. Der Arm ist wieder so, wie er soll. Funktioniert wunderbar. Das gleiche machen wir hier auch hier drüben. Vielleicht gehen wir diesmal direkt auf die 2. Da haben wir diese komischen Faxen nicht. Hand rechts.
Arm rechts. Okay, alles wieder richtig gedreht. So soll es sein. Okay, an für sich könnte man das so nutzen. Der Arm bewegt sich, hängt auch hier unseren Target dran. Aber die Hand, die macht auch noch so ein bisschen, was sie will. Das ändern wir. Das ist jetzt in dem Fall ein bisschen anders, wie in unserem Bein. Wir möchten unsere Hand an unser IK halt connecten. Gehen wir über die Hand. Gehen wir Copy Rotation, also wir kopieren die Rotation. Gehen wir auch Amateur. Hand IK links. Minimal Bewegung ist nicht so schlimm. Und schon können wir, indem wir halt jetzt rotieren, über unsere IK, unsere Hand auch noch mitsteuern. Das gleiche machen wir hier. Einmal wieder unsere Hand. Da haben wir es Rotation. Ich muss immer ein bisschen suchen. Hand rechts. Wie Sie sehen, haben wir auch kurzerhand einmal mal unser Handgelenk gebrochen. Nicht so schlimm, das passen wir jetzt an. Das fixen wir. Wir rotieren das so ein bisschen, dass es wieder gerade ist. Wir können immer als Referenz die andere Hand nehmen. Um zu schauen, haben wir ungefähr die gleiche Höhe. Ja, so ist okay. Dann drücken wir STRG A. Dann suchen wir Apply Selected as Reset Pose. Und dann ist das jetzt halt unsere Pose zurückgesetzt. Wenn wir jetzt hier Clear Use Transform machen, ändert sich nichts. Weil das jetzt halt unsere, ja, unseren genullten Wert ist. Wir sind auch gleich schon fertig. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Wenn wir jetzt hier unseren Oberkörper nehmen, geht halt alles mit. Das wollen wir eventuell nicht. Können wir verhindern, indem wir halt auf den Bone klicken. Und hier unter unseren Bone Properties Inherited Rotation ausmachen. Das heißt dann, wenn wir hier unten den Bone bewegen, bleibt unser Bone drüber gerade. Das macht das Animieren, finde ich, leichter. Müsst ihr wissen, wie ihr das machen möchtet. Ich mache das eigentlich für alle Bones, die halt über unsere Hüfte sind. Sprich halt Oberkörper, Brust, Hals, Kopf. Ich finde es so leichter zu animieren. Das heißt halt, wenn wir jetzt unseren Kopf, also den Hals beugen, bleibt der Kopf so, wie er ist, wie so ein Huhn. Finde ich persönlich einfacher, müsst ihr für euch selbst entscheiden, was ihr davon übernehmen möchtet, aber an für sich haben wir jetzt halt ein simples Rig aufgesetzt und ihr könnt anfangen zu animieren. So, dann wollen wir auch ein kleines Beispiel machen. Ich mache eine kleine Animation, ich lasse sie winken. Was wirklich ganz einfach ist. Einfach nur wirklich zur Vorführung. Wir können ja hingehen. Händchen hoch. So, das ist unser Anfang, unsere erste Pose. Dann haben wir unseren Timeline hier unten. Dann gehen wir hin. Wir markieren erstmal alles, sicher, sicher, auf I. Bold Character, Selected Only Bones. Dann kriegt ihr hier einen kleinen gelben Punkt. Dann gehen wir hier hin. Auto-Keying nennt sich das. Einfach unsere, ja, Aufnahmetaste, wenn man so will. Gehen ein Stück nach vorne. Ich schätze jetzt Pi mal Daumen einfach mal 20 Frames. Wir nehmen wieder unsere Hand, schieben sie ein bisschen hier hin, rotieren sie ein bisschen. Ist ein bisschen schwer zu sehen. Was ich empfehle, ist halt, was ich selber gerne mache, ich mache ein zweites Fenster auf, packe mir das nebeneinander und im zweiten Fenster mache ich die Bones aus und mache Farbe an. Lässt sich leichter sehen. Da kann man immer noch hingehen, zack, zack. Winke, winke. Das war sehr langsam. Dann können wir gehen, okay, das ist mir jetzt doch zu langsam. Ich ziehe den, keine Ahnung, mal dahin. So. Ich will das wiederholen, kann ich STRG C. STRG V. Dann kann ich genau diese Aktion einfach wiederholen. Das war mir ein bisschen schnell, ein bisschen weiter weg.
So ganz simpel, winke, winke. Auch wenn jetzt doch ein bisschen langsam. Ich mache das alles ein bisschen schneller, indem ich das alles ein bisschen enger packe. Okay. Wenn ihr wollt, dass ich das loop, müsst ihr den letzten Keyframe kopieren und einfügen. Was haben wir hier? Frame 95. So ein bisschen friemeln. Ende 95. Und unser erster Frame außerhalb, der muss bei minus 1 sein, dass wir es halt perfekt loopen können. Nicht perfekt, aber für den Anfang reicht's. Machen wir das gleiche auch noch mit der anderen Hand. So, wir haben eine kleine Animation, die sich loopt. Ist jetzt nicht perfekt, aber fürs Zeigen reicht es aus. Jetzt wollen wir noch ein paar Blend-Shapes hinzufügen, einfach, dass ihr auch gesehen habt, wie es funktioniert. Gehen wir wieder auf 0. Object Mode. Drücken wir aufs Gesicht. Ich möchte zu einem, dass sie blinzelt. Ja, machen wir das glückliche Blinzeln. Gehen wir auf 0. Insert Keyframe. Dann gehen wir ein Stückchen weiter. Dann machen wir auch nochmal bei 0 Keyframe. Dann gehen wir 2 Frames weiter. Machen auf 1. Und gehen nochmal so 4 bis 5 weiter und machen sie wieder auf. Und schon haben wir ein ganz gutes Blinzeln. Die Animation an sich ist ja ein bisschen länger. Steuerung C, Steuerung V. Na, das war vielleicht zu nah. Machen wir so ein bisschen weiter weg. So ist doch ganz okay. Sie soll aber nicht so neutral gucken, sie soll ein bisschen fröhlicher gucken. Dann gehen wir hin und nehmen wir Fun. Das sind die Augen. Ja, die Naming Conventions sind ein bisschen komisch bei VC Face. Das ist jede Menge durcheinander. Joy. Fun. Joy. Können Sie ja rufen lassen. Dann können wir auch hier wieder anfangen bei 0. Insert Keyframe. Wäre eine Sache, die man für einen Alert oder so weiter machen könnte. Man sagt, okay, irgendwo hier fängt sie an. Mal den Mund weit auf. Ein paar Frames weiter. Insert Keyframe. Und dann geht der Mund wieder zu. Wäre eine Sache, die man halt rausrendern könnte für einen Alert zum Beispiel. So, wir haben uns unsere Animation erstellt. Wir sind auch ganz zufrieden mit. Wir wollen das jetzt rausrendern. In dem Fall zum Beispiel halt für ein Alert. So, und dann drücken wir mal kurz Pause. Dann gehen wir als erstes hier auf unsere Kamera, die Render Properties, und stellen unser Sampling ein. Das ist an für sich erstmal die Zeit, die sich halt Blender nimmt, um halt Bilder zu rendern. Umso höher die ist, umso besser ist es. Wichtig ist hier, dass das Zweierpotenzen sind. Die anderen Sachen sind erstmal optional, da könnt ihr euch ein bisschen rum experimentieren, ob ihr einen Blumen einfügen möchtet, hier ein bisschen an den Hebelchen rumschalten möchtet. Jetzt ist es dann komplett optional, es ist halt eine Geschmackssache. Dann gehen wir hier Output Properties. Einfach unsere Resolution, unsere Auflösung, also wie groß ist das Bild. Das ist jetzt einfach eine HD-Auflösung. Da wir das jetzt eventuell für einen Alert rausrennen möchten, Marie ist kleiner. Ich bleibe auch hier in der Zweierpotenz. Das ist jetzt nicht so wichtig, wenn es halt eine Sache ist für halt einfach nur ein Video oder so. Eventuell halt, dass ihr die HD beibehaltet, wenn ihr das komplett Fullscreen machen möchtet. Dann auch hier Start und Ende. Haben wir hier an für sich schon eingestellt, Start und Ende.
könnt ihr halt hier nochmal kontrollieren. Oder wenn ihr einen bestimmten Part einfach ja doch nicht haben möchtet, dann könnt ihr sagen, okay, ich gehe doch nur bis zur Frame 80, dann ist das okay. Framerate 24 würde ich so lassen, das ist so der Standard für unsere deutschen ja, Geräte. Ihr könnt auch auf 30 gehen, alles was drüber ist, macht wenig Sinn, wenn ihr das tatsächlich auf YouTube etc. hochladet, da es halt auch reduziert wird. Dann kommen wir jetzt zum Output. Wenn ihr ein Programm habt, wie zum Beispiel Premiere, das halt auch Instanzen zusammensetzen kann, dann würde ich euch tatsächlich empfehlen, dass ihr das als PNG-Frequenz rausrendert. Einfach, dass halt auch mal eine Sicherheit für euch, gerade wenn man längere Animationen hatte, falls dann irgendwas schief geht, dass man nicht das komplette Video neu rendern muss, sondern immer nur diesen Frame-Part, der halt nicht funktioniert hat. Wenn ihr das nicht habt, wie zum Beispiel ich habe momentan Filmora, da funktioniert das mit den Instanzen nicht so gut. Geht auch, aber ich hatte bis jetzt immer ein paar Problemchen mit. Dann gehen wir unter AV Raw. Problem ist hier, wir haben keinen Alpha-Kanal, wir sehen halt nur Schwarz-Weiß oder RGB. Wir haben halt einen Alpha-Kanal, wie wir die jetzt mit einem PNG hätten. Also brauchen wir Hintergrund, weil wir wollen eventuell das Grau nicht haben. Wir wollen es eventuell ein Greenscreen machen, wo wir es halt besser ausgehen können. Shift A, machen wir eine Plane. Da ist schon die Plane. Dann platzieren wir sie günstig für uns. So, wir müssen ja gucken, ob unser Charakter richtig eingefangen wird. Jetzt drücken wir 0 und schauen erstmal, wo ist unsere Kamera überhaupt. Die dödelt hier hinten irgendwo rum, da. Was ich gerne mache, ist einfach hingehen und sage, okay, ich setze das erstmal alles auf 0, auf Anfang. Auch die Rotation. Und fange halt von 0 an. Gehe zurück. Gehe hier auf 90. Da das ja für jetzt für ein Alert ist, ist 90 eigentlich ganz gut, wenn es direkt frontal ist. Gehe auf die 0 und arbeite weiter mit den Reglern. Weiter runter. Ein bisschen näher ran, na doch näher weg. Können wir testen. Sind die Ärmchen im Bild? Ja, vielleicht doch noch ein Mü weiter weg. Ihr müsst auch aufpassen, ich habe jetzt tatsächlich auch gekeyt. Mal ausmachen. Delete Keyframe. Kannst du ein bisschen schräger machen. So. Ne, lassen wir. Unser Material ist jetzt noch nicht wirklich green. Dann gehen wir auf unser Material. Wir machen jetzt einfach mal ein neues Material. Neu. Suchen uns eine Farbe, die sich ausgehen lässt. Problem bei Nora ist, ich habe doch sehr grüne Augen für dieses Modell. Wäre jetzt nicht so klug, grün zu nehmen. Dann gucken wir mal eine Farbe, die man nehmen könnte. Rot ist auch ein bisschen schwierig wegen den Haaren. Dann gehen wir mal blau. Ein bisschen dunkleres Blau. Die Jeans haben wir ja nicht drauf. Kontrollieren. Na doch. Eventuell sollten wir einfach ein anderes Format auswählen. Und sagen, ich mache das doch ein bisschen kleiner. Reicht aus. So, das ist das Bild, was ich ausrennen. Die Zahlen sind ein bisschen Quatsch, aber egal. Mit dem Blau sollte es auch gehen fürs Ausgehen. Wir kontrollieren nochmal, sind die Arme im Bild. Wir wollen sie ja nicht ausschneiden. Okay. Dann machen wir jetzt erstmal einen Testlauf. F11. Da haben wir unser Render-View. F12. Dann kriegen wir ein Bild. Okay. So würde unser Bild rausgerendert aussehen. Das ist ein bisschen anders. Wir haben halt den Toon Shader, deswegen ist sie halt so sehr präsent. Ohne Schatten, ohne alles. Und hinten haben wir tatsächlich einen Schatten mit dem Licht. So, wir wollen das ein bisschen ändern. Und unser Toon Shader ist ja halt so ein bisschen eigenleuchtend. Der hat Emission drin. Das fügen wir hier auch ein. Gehen wir hin. Emission. Noch schwarz, weil nichts leuchten soll. Die Pipette. Und nehmen aber die gleiche Farbe. Zack. Schon heller. Dann drücken wir wieder F12. Und tada! Haben wir eine einheitliche Farbe drauf. Es wird nicht mehr von Licht oder Schatten halt, ja, verändert. Und dadurch, dass wir halt durch Reverb Studio halt von Anfang an den Toon Shader haben, brauchen wir uns auch nicht abmühen mit Licht etc. Wir können später mal Materials aufsetzen, wenn ihr halt Charaktere haben wollt, mit denen ihr ein bisschen Licht und Schatten spielen möchtet. Dann müssen wir dann ein neues Material aufsetzen. Kann ich euch auch mal zeigen, wie man das macht. Vielleicht für ein späteres Tutorial. Wenn ihr das euch interessiert, dann schreibt doch mal in die Kommentare, dass ihr das haben möchtet.
An für sich sind wir jetzt aber zufrieden mit der Auflösung, wie alles ist, wie es funktioniert. Wie gesagt, wenn ihr größere Bilder haben möchtet, setzt einfach die Auflösung höher. Setzt das Sampling ein bisschen höher, wenn es halt euch zu pixelig ist. Dafür könnt ihr halt immer mit F12 kontrollieren. Dann macht ihr nur ein Bild und nicht komplett die Animation. Wenn euch das F12er Bild gefällt, vom Aussehen, von der Auflösung her, vom, wenn ihr habt Lichtverhältnis etc., dann könnt ihr loslegen und wir rendern den ganzen Quatsch. Dann gehe ich auf Rendern, dann rendern wir die Animation. Und jetzt ist es einfach nur heißt warten, bis es fertig ist. Es geht jetzt Frame für Frame durch. Hier oben könnt ihr sehen, bei welchem Frame es ist. In unserem Fall sind es dann 95, denke ich, waren es. Geht momentan recht flott. Wir haben ja in der Szene nicht viel drin und wir haben auch nur einen relativ kleinen Ausschnitt in einer relativ kleinen Auflösung. Das sollte eigentlich ganz zügig gehen. So, unsere Animation ist halt auch fertig und einsatzbereit und kann komplett genutzt werden, so wie sie ist. Wenn ihr die PNG-Sequenz rausrendert, müsst ihr halt nochmal in Premiere gehen und die halt zusammensetzen und die dann halt als GIF oder besser dann als MOV rausrendern, dass ihr halt einfach ein bisschen höhere Qualität habt. Eine GIF ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr halt sie halt als Alert benutzt, aber eine MOV hat halt doch eine deutlich bessere Auflösung. Dementsprechend ist sie halt auch deutlich größer an der Dateimenge her. Müsst ihr halt für euch entscheiden, wie, was euch halt lieber ist. Mehr Detail oder halt doch weniger Daten. Ja, und dann hoffe ich, euch hat das gefallen, ihr seid ein bisschen schlauer geworden. Im nächsten Tutorial werde ich euch dann zeigen, wie man diese Animation auch in VC Face abspielen kann, dass man die halt über einen Hotkey dann halt einfach abspielen lassen kann. Oder wenn man halt was im Hintergrund haben möchte, das halt eine geloopte Animation abspielt, das werden wir dann halt im nächsten Tutorial machen. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ihr seid ein bisschen schlauer geworden und habt jetzt einfach Lust, mit eurem Charakter irgendwelche lustigen Sachen zu machen. Ihr dürft mich auch gerne mal auf Instagram, TikTok oder was weiß ich verlinken, wenn ihr Animationen macht. Bin mal gespannt, ob jemand, der über das Tutorial stolpert, auch es nutzt. Fände ich ganz nice. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und einen schönen Tag und auf Wiedersehen.